Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un signo. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, pena de nieve. Madame Yvonne, Madame. Mein Name ist Marco Esquivel und ich bin hier der Kellner. Ich habe gehört, dass heute einige deutsche Gäste da sind und da habe ich meinen Chef gefragt, ob ich Ihnen nicht ein bisschen über den Tango und über seine Geschichte erzählen darf. Mein Großvater, der war auch einer von denen. Der kam in den 30er Jahren aus Berlin und wollte hier eigentlich nur ein oder zwei Jahre bleiben und blieb dann aber für immer. Mein Vater nahm uns, als ich noch ein kleiner Junge war, wieder zurück zu unserer Familie nach Deutschland und hat nie viel über seine Zeit in Argentinien erzählt. Ich habe dann vor einiger Zeit dieses Notizbuch gefunden. In dieses Heft übersetzte mein Großvater Tango-Texte von den Tangos, die er besonders liebte. Na, dann lernte sie einen Argentinier kennen und folgte ihm nach Buenos Aires. Und heute? Heute ist sie nichts mehr als eine, wie er sagt, graue Lerche. Er ist erschüttert von dem, was sie erlebte. Sie hat alles verloren. Und der Argentinier? Der hat sie verlassen. Malena canta el tango como ninguna. An deinen Tischen, die niemals fragen, beweinte ich meine erste Enttäuschung. Dort wurde ich für den Schmerz geboren, vertrank ich meine Jahre und gab dann kampflos auf. Cafetín de Buenos Aires, viejos recuerdos. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vino, sin una lluvia de frío, que solo fue viviendo igual al mío. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré en la tarde del primer desengaño. Viví mi tiempo, lloré mis años y me entregué sin luchar. Ich spüre den Süden, so wie ich deinen Körper bei der Liebe fühle. Dios castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil de negar y partir que vivir sin olvidar.